Was geht, FCL Gang? Ich bin's wieder, euer Dave, und ich darf euch heute wieder herzlich begrüßen zu einem weiteren Kampf auf unserem Kanal. Wir befinden uns heute wieder im MMA, sind diesmal aber bei einer anderen Veranstaltung, bei einer anderen Fight Night. Nichtsdestotrotz sehen wir heute einen Kampf zwischen Nikodem und Muhammad. Beide in ihren 20ern, Muhammad etwas größer und etwas schwerer. Beide kämpfen Catchweight bis 72 Kilo. Nikodem deutlich mehr Kämpfer als Muhammad, da Muhammad heute sein Debüt bestreitet. Nikodem seinen 6. Kampf heute hat, deswegen einiges an Erfahrung mehr mitbringt. Und die Runde wird freigegeben. Muhammad tastet sich da ein bisschen gerade vor mit so einem Jab, ja, fintiert da ein bisschen. Beide schauen erstmal mit ihrem Körper, arbeiten ein bisschen mit Körper finden. Da kam die erste Overhand von Muhammad. Ja, beide engagen noch nicht so wirklich. Tasten sich noch ein bisschen ran. Jetzt Muhammad wieder mit einem Versuch. Schöner Bodykick jetzt hier von Nico. Muhammad wollte antworten, ist aber weggerutscht. Das hat Nico dann sehr gut genutzt. Ist jetzt in den Takedown gegangen. Da Muhammad auf den Rücken gefallen ist, ist jetzt auch in der Mount, wie das aussieht. Will da, denke ich, mal zur Side Control rübergehen. Muhammad hält da den Kopf, aber scheint nicht gefährlich zu sein. Nico versucht da den Arm wegzukriegen. Hat das auch hinbekommen, ist jetzt komplett gemountet. Muhammad muss aufpassen, ihm da nicht den Rücken zuzudrehen, das könnte natürlich sehr gefährlich werden. Aber Nico versucht da, denke ich, erstmal Ruhe reinzubringen, ab und zu pounden, sich die Punkte zu sichern. Nico macht da gut Druck, lässt sich da gar nicht beirren von Muhammad. Der versucht von unten zu pounden, sollte aber unterlassen, da Nico einfach von oben die Oberhand hat. Arbeitet da weiter. Geht jetzt zum Rücken. Hat die Hooks drinne. Macht das sehr gut. Muhammad versucht da mit den Händen zu verteidigen. Wird jetzt hier aber ausgestreckt. Nico ist in der Backflat. Muhammad versucht wieder aufzurichten. Nico poundet zum Kopf. Muhammad dreht sich aber wieder. Nico ist wieder in der Mount gelandet. Poundet diesmal von oben. Muhammad versucht von unten gegenzuwirken. Aber Nico mit den Wirkungstreffern hier. Definitiv bis jetzt seine Runde. Versucht da nichts anbrennen zu lassen. Poundet ab und zu, dass die nicht aufgestellt werden. Sichert sich Ground Control Time. Schöner Schlag jetzt hier. Den einen Arm fixiert, dann schön reingeschlagen. Ja, Muhammad versucht wieder von unten zu pounden. Er sollte besser an seiner Position arbeiten, anstatt versuchen, aus dem Rücken in den Schlagabtausch zu gehen. Sollte versuchen, da rauszukommen, zu scramblen, irgendwie. Wenigstens sich in die Guard vorarbeiten. Nico dann poundet weiter von oben. Und jetzt lässt er die Schläge hageln. Das sind auf jeden Fall ein paar Schläge jetzt. Muhammad hält zwar die Deckung, da kommt aber nicht viel. Und da ist auch das Stoppage. Also ich finde es komplett berechtigt, da Muhammad prinzipiell die ganze Runde fast nur auf dem Rücken lag. Hier zu Beginn hat er mal einen Jab gelandet, dann der Bodykick von Nikodem. Und da sieht man auch, dass Muhammad weggerutscht ist, Nico das genutzt und dann eigentlich von oben schön gearbeitet, immer mal wieder gepoundet. Muhammad das ebenfalls versucht von unten. Dann hat Nico hier schön die Backflat geholt, ihn schön ausgestreckt. Ist natürlich auch anstrengend für Muhammad gewesen, das Gewicht dazu tragen. Punkte gesammelt, wie gesagt. Zum Ende hin kam da leider nicht viel von Muhammad. Er hat nur noch die Deckung gehalten. Nico hat einen Treffer nach dem anderen gelandet. Deswegen vollkommen berechtigter Stoppage. Schöner Kampf. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Us. Gewonnen hat durch TKO in der ersten Runde der Kämpfer aus der blauen Ecke. Ja, Muhammad, am Ende hat es nicht gereicht. Erzähl mal, wie war der Kampf für dich? War viel auf dem Boden, war vielleicht nicht so dein Plan, oder? Nee, wir haben das wirklich nicht eingeplant. Dachte ich mir nicht, dass er so schnell abgebrochen wird. Ja, muss man ja arbeiten. Ja, kann ich auch nicht sagen. Ja. Trotzdem großen Respekt an Muhammad, für ihn einmal einen großen Applaus! Aber auch herzlichen Glückwunsch an Nikodem. Hier ist deine Trophäe für den Sieg.
Erzähl mal, wolltest du den Kampf auf dem Boden verlagern? War das von Anfang an dein Plan oder hattest du irgendwas anderes geplant? Es ist immer der Plan für mich, den Kampf auf den Boden zu bringen. Heute wollte ich ein bisschen mehr am Stand arbeiten. Leider ist der Gegner ausgerutscht, es war unglücklich. Passiert aber trotzdem, wurde ausgenutzt. Danke an meinen Gegner und danke an die Veranstaltung. Vielen Dank zum Wettbewerb.